Hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie schön ist es, zu Hause zu sein? Erstmal muss ich mich schlafen legen. So. Was habe ich heute vor? Ihr habt mir sehr viel was in die Kommentare geschrieben. Nämlich, dass ich nochmal zurück zu dem Tempel gehen soll. Weil mit den Bomben und meinen alten, also meinen neuen Sachen, die ich jetzt habe, soll ich einen neuen Bereich dort erkunden können. Und das würde ich gerne überprüfen, ob ihr recht habt. Also klar, da waren wirklich Sachen, wo ich erst mit Bomben hin kann. Und mit dem Ring kann ich wahrscheinlich nochmal ein paar neue Sachen dort finden. Deswegen mache ich jetzt mal eben kurz hier eine kleine Pause, bis ich beim Turm bin. Beim Tempel bin und dann sehen wir uns wieder. So, Leute. Jetzt bin ich, wie gewünscht, nochmal hier am Anuri-Tempel. Und ich sehe schon, dass ich mich hier durchsprengen kann. Scheint offenbar eine Abkürzung in den Tempel von hier aus zu sein. Ich habe mir unterwegs auch noch ein bisschen neue Nahrung gegönnt. So, ich will von Anfang an in den Nuri-Tempel, um zu sehen, was ich Neues noch finden kann. Weil mir wurde es wirklich oft in die Kommentare geschrieben, ich solle nochmal hierhin zurück. So, von hier aus ging es nach unten. Hier kann ich nichts Neues sehen. Da links komme ich, glaube ich, auch her. Das war nur dieses eine Rätsel. Ging es hier noch irgendwo hin? Aua. Hier kommt man rein. Hier kann man jetzt schwimmen. Ansonsten war hier aber nichts, das weiß ich. Also wenn wahrscheinlich hier unten rein. Ah, hier geht's nach unten. Da war ich bestimmt noch nicht. Ja, hier war der Raum der 1000 Vasen. Ja, hier konnte ich damals tatsächlich, glaube ich, nicht weiter. Also hier wird sich doch bestimmt was finden lassen. Und natürlich alle Dinge sprengen, vielleicht kriege ich Bernstein. Sind immerhin 20. Ja, hier war ich safe noch nicht. Das Viech erstmal runterschießen. Was wir hier wohl finden werden. Sie hat mir ja wirklich sehr oft geschrieben, ich soll hier rein. Also wird hier ja wohl irgendwas sein. Okay, die Schalter sind nur dazu da, das Licht anzumachen. Finde ich auch in Ordnung. Einfach mit der Vase erschlagen. So. Das hier drauf. Und irgendwo ist noch ein zweiter Schalter. Gucken wir mal. Hier wäre die Lampe. Also werde ich den ja wohl noch irgendwie finden. Vielleicht muss ich den da oben durchschießen.
Mal gucken. Kann ich den denn durchballern? Ja, aber dabei passiert nichts. Vielleicht, wenn ich hier wieder ausmache? Nö. Das macht nur, dass ich in dunkler Finsternis bin. Habe ich irgendwas übersehen? Also da liegt ja was. Das habe ich gesehen. Warte mal. Bin ich denn behindert? Eine Anuri-Perle. Okay. Und was finden wir jetzt hier links? Warte mal, ich will erstmal das Licht anmachen. In 40 einfach. Nein. Ich sagte nein. Okay, hier ist ein Raum. Erstmal Licht an. Ich sehe doch, dass da was an der Decke klebt. Die Musik ist hier auch halt so leicht düster, ne? Da brauche ich einen Schalter. Etwas zum Drauflegen auf dem Schalter, meine ich. Nehme ich mal das. Ich lasse eine von den Vasen mal leben, um sie mitzunehmen. Vielleicht kann ich sie ja gebrauchen. Ah, jetzt verstehe ich. Erstmal Lampe an. Und das dann hier runterschieben. Ich habe verstanden. Der Big Brain ist jetzt auch mal aktiv. Und habe eine weitere Anuri-Perle. Brauche ich bestimmt für einen nachfolgenden Raum. Ah, hier kann man sich runterspringen. Und auch ein paar Eulen von der Decke schießen. Boah, ein komplett neues Areal ist das damit, ne? Ein Mondstein. Meine Lampe lässt gerade wieder nach. Oh, der erste Boss ist hier nochmal. Und das nicht nur einmal. Will ich den nochmal neu bekämpfen? Ich glaube nicht. Sehe nicht unbedingt den Nutzen darin. Okay, hier rechts ist noch was. Mal eben kurz die Lampe neu. Hier ist eine Vase. Mit sehr viel Geld drin. So, ist da jetzt noch was? Na komm, dann versuche ich mich einmal eben kurz. Vielleicht gibt es ja irgendwas dafür, die zu besiegen. Einfach schießen.
Und auch mal nebenbei heilen. Boah, die machen irre viel Schaden. Aber irgendwas muss es doch dafür geben als Belohnung. Okay, einen habe ich umgebracht. Die geben beide eine Anuri-Perle. Okay, ich muss sie umbringen. Aua. Gut, dass ich weiß, wie man den bekämpft. Okay, besiegt. Und der zweite gibt Geld. Und ich glaube, ich weiß, wo man die Anuri-Perlen verwertet. Und genau hier meinte ich, da konnte man dann so lang. Und da oben hätte er noch eine Perle reingemusst. Hatte ich damals aber nicht. Oder war das hier weiter? Ja, hier muss die rein. Dann kann ich hier nämlich weiter. Ich muss irgendwo noch eine reinsetzen. Nur wo? Also ich kann mittlerweile schwimmen, ne? Da war halt noch eine versteckt. Jetzt kann ich hier lang. Hier ist der versteckte Bereich weiter. Er sagt nicht, da gibt es noch einen weiteren Boss. Also hier ist auf jeden Fall ein Schatzraum. Wieder so ein Rätsel für eine weitere Perle. Wie lange nehme ich hier denn schon auf? Vielleicht mache ich da aus einen Zweiteiler. Das muss ich höchstwahrscheinlich mit der Schleuder machen. Weil die ja so abprallen kann. Einmal so. Dann so. Und schon bin ich bei der Perle. Das war einfach. Hätte nicht gedacht, dass ich die Schleuder nochmal brauche. So, da unten sind auch noch zwei Räume. Hier ist ein Raum, wollte ich sagen. Oder kann ich jetzt aufspringen? Hier ist gar kein Raum. Anuri-Perle einsetzen, um reinzukommen. Niedergeschossen. Okay, hier ist legit nix. Außer ich könnte tauchen. Weil da unten ist irgend so eine Art Götze. Aber da komme ich halt nicht dran. Ich kann nicht tauchen. Ich kann nur oben auf dem Wasser treiben. Also sollte ich irgendwann mal eine Methode finden, tauchen zu können, dann hole ich mir das Teil nochmal. So, was ist jetzt hier noch rechts? Ein weiterer Bosskampf.
Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mal ansatzweise gegen den gewappnet bin. Ich würde es aber dennoch versuchen. Aber erst beim nächsten Mal am besten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich gehe eben kurz hier in der Nähe nochmal speichern. Und dann will ich mich bei der nächsten Folge an diesem komischen Frosch da versuchen. Bis dann. Tschüss.